und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Heute wieder zu einer neuen Folge mit den kosmischen News. Ja, und wir sind in der Woche 3 von 3 von 3 markanten Wochen. Wow, so viel Dreier. Ich hoffe, du hast die kosmischen News der 3 markanten Woche 1 und 2 auch schon gehört und hast den Prozess fleißig unterstützt, denn nun erwartet dich der Höhepunkt dieser Energie und wird eine Bilanz ziehen, finanziell und zwischenmenschlich. Je freier du bist und dem Leben vertraust, umso reicher kann es dich jetzt beschenken. Je unfreier du festhältst an Altem oder an Vorstellungen, umso unangenehmer kann das Geschenk der Loslösung von dir empfunden werden. Besonders Partnerschaften, die nicht mehr stimmig sind, werden nun eine intensive Prüfung erfahren. Also das kann schon ganz schön knackig werden. Auf der anderen Seite kann dir nun aber auch ganz schicksalhaft dein Seelenpartner über den Weg laufen und ihr geht eine tiefe Lebenspartnerschaft ein. Hab einfach Mut zur Ehrlichkeit, dann bist du auf dem richtigen Weg. Denn jetzt ist nicht mehr die Zeit für Masken, für Falschheit, für Verstellungen, für Kokettierereien, die einfach nicht mehr zu dir gehören. Sei einfach ehrlich und klar in dir, in deinem Herzen und hab den Mut, dieses auch zu äußern. Spirituelle Menschen können jetzt große Erleuchtungen haben, also besonders in dieser Woche. Sie haben die Möglichkeit, die hohen Schwingungen ganz bewusst wahrzunehmen und vor allen Dingen auch wahrzunehmen, was das eigentlich alles so für Formen annimmt mit diesen Schwingungen und wie wir diese einsetzen können und was uns wirklich alles umgibt. Das ist eine unglaublich spannende Energie. Ja, Fazit für diese Woche. Mit einem offenen Herzen kannst du nun über deine bisherigen inneren Grenzen hinauswachsen. Auch wenn nicht jeder Mensch, der bisher an deiner Seite war, auch dort bleiben wird, sortiert sich alles schicksalhaft neu. Bis hin zu entstehenden zwischenmenschlichen Seelenverbindungen. Sei achtsam, was dein Schicksal dir nun zeigt und dein Herz dir zuflüstert. Besonders wenn du Herausforderungen meistern musst, im finanziellen oder im partnerschaftlichen Bereich. Wisse, alles, was sich nun zeigt, möchte gelebt werden und wird dein Leben nachhaltig in ganz neue Bahnen lenken. Ja, spannend, spannend. Ja, wenn du Themen hast, ja, wo du einfach sagst, boah, neue Bahnen, Veränderungen, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und brauchst eine Orientierungshilfe oder überhaupt einfach mal einen coolen Coach an deiner Seite, der den Blick von oben drauf lenkt und dir so ein bisschen durch das Dickicht des Dschungels verhilft, dann biete ich mich dir gerne an. Also wenn du Lust hast, schreib mir, ruf mich an, whatever. Lass uns einfach mal quatschen, nur du und ich, so ganz persönlich. Dann bist du der Mittelpunkt und das kriegen wir schon alles hin. Denn das Leben meint es gut mit dir. Manchmal muss man nur verstehen, was es von einem will. Ja, alles Wichtige dazu findest du wie immer in den Shownotes. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Dann bist du immer up to date, was die kosmischen News anbelangt. Und danke für deine Zeit. Deine Linda Giese.